What is it I fancy today? Und Lippi könnte tatsächlich relativ unangenehm werden. Was die stärkste eine, mit meinem Deck ist jetzt ein Draug, ne? Ja. Okay, zwei Karawanenvorhüte. Ich werde trotzdem mal eine ausspielen. Wir müssen gegen Lippi unbedingt die erste Runde gewinnen. Ansonsten haben wir Probleme. Delirium. Gods protect us. Ja. Okay, ist Delirium schlimm? Eigentlich nicht. Spiel einfach die zweite aus. Dann haben wir den nicht mehr für den Draug, aber mein Gott, er kann jetzt nicht beide nochmal auf einmal weghauen. Okay, aber kann sie höchstens fesseln. Also es ist kein Standard-Lippi-Deck. Sondern auch ein bisschen ausgefeilteres Deck wahrscheinlich. Ich möchte trotzdem die lange Runde haben. Nur blockieren und sporen werden ihn nicht retten. Ich denke sogar, dass er jetzt passen wird, oder? Nein. Wir machen noch 2 Punkte. Das heißt, er muss 13 Punkte mit einer Karte aufholen. Zerres sind wie viel? 4, 12, 15. Ich will trotzdem jetzt nichts weiteres Goldiges mehr ausspielen. Ah, okay. Das ist tatsächlich interessant. Sabrina, Voimia und Fehlgeborener. Ich brauche ein paar Menscheneinheiten. Weil ohne Menschen wird es halt relativ happig aussehen. Mit Draugverwandlung. Aber wenn er jetzt schon gepasst hat, dann kann ich jetzt eigentlich gut ziehen. Moin, Atze. No audiences. Things dour today. Dann kann ich jetzt eigentlich relativ gut ziehen. Dem der Hieb, okay. Haben wir doch noch mehr weg. Is priceless. Pansy. Ich meine, ich krieg die eine sowieso nicht weggehauen, ne? Shipmate. Hole ich nächste Runde dann noch den... Ja, eigentlich schon, weil ich müsste mit Draug halt 3 mindestens verwandeln. Das heißt, ich bräuchte eigentlich den Wiedergänger. Meine Anführerfähigkeit komplett. Ich möchte allerdings auch nicht 2 Neuner haben. Gadinate hat er sogar.
Reach, reach beyond what the eyes see and the ears hear. Okay, wir benutzen auf jeden Fall ein hier, wir benutzen auf jeden Fall zwei hier. Und noch ein Campen. Und dann Rauk raus. Verwandeln alle Einheiten. Und nächste Runde kriegen wir auch, wenn da vorne sich noch was Neues beschwört, da die ganzen Shield Maidens weg. Krähen wir natürlich auch noch relativ toll. You're good. Real good. Grimst. Ich denke mal, er wird die Krähen hinten beschwören, aber das ist eigentlich auch egal. Okay, er beschwört die Krähen sogar vorne, das ist besser für uns. I am ready. We retreat! We hide! So Wondergriff says! Kriegen wir auch noch weggehauen. Tomorrow we stop at home! Waffen noch eine weitere Dreier hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich darf nur einen weiteren von den Wiedergängern erschaffen. A bite. Just one morsel. Ich darf nur einen weiteren von den Wiedergängern erschaffen. Ansonsten wird der Wiesgeld nicht funktionieren. Commands are sacred. They must be treated as such. Der arme Gegner. Ja, die Nördlichen können immer noch richtig, richtig böse sein. Aber wie gesagt, am Anfang haben wir immer noch so ein bisschen Gnade gezeigt, aber mittlerweile müssen wir das nicht mehr. Mittlerweile müssen wir da keine Gnade mehr zeigen bei den Gegnern. Okay. We shall avenge Kalantha. Mittlerweile sind wir so aus dieser Gnadenstufe raus. Wir machen das auch nochmal, dass wir die Todesstoßfähigkeiten auslösen. Es gibt nämlich auch nochmal Punkte, ne? Schaut fast nach einem Sieg aus. Wildkahl. Ja, aber auch nur fast. Also es war knapp. 22 Punkte. Das hätte... Also ein Jirden oder so hätte uns halt richtig hart getroffen. Und wir haben schon mal einen Jirden gesehen, ne? Und damit sind wir jetzt Rang 6. Unser Smurf-Account hat bald unseren richtigen Account abgelöst. Was haben wir bekommen? Noch mehr Schlüssel. Komm schon, gib mir gute Schlüssel. Löse Berserker-Fähigkeiten. Zähl mal aus. Ich habe Weil ich die Karten runtergeschossen habe, löse ich auch der Berserker-Fähigkeiten aus. Was ist das denn? Das ist genauso... Wir haben heute auch die Bindungsfähigkeiten ausgelöst, weil der Gegner... die Verführerin auf dem Feld liegen hatte und wir haben mit Karten den Effekt ausgelöst. Das heißt, wenn wir die Karten vom Gegner runterschießen in die Berserker-Reichweite, lösen wir Berserker-Fähigkeiten aus. Wenn der Gegner sich mit seinen Verführerinnen auf der gegnerischen Seite boostet, weil wir eine Karte ausspielen, lösen wir Bindungsfähigkeiten aus. Das ist interessant, das wusste ich alles selber gar nicht. Monster-Fan, ne? Gar nicht. You bore me, so vanish! Wir müssen wieder anfangen. Okay, habe ich eine gute Karte zum Anfang. Das ist immer das Wichtigste. Ich brauche eine gute Karte zum Anfang. Kemper ist keine. Trommler ist auch keine gute Karte zum Anfang. Draug ist auch keine gute Karte zum Anfang. Ah. Ich fürchte fast, es muss wieder die Karawanen verholt werden, ne? Away from our wares! Away! Auch wenn ich die ungerne wirklich in der ersten Runde ausspiele, aber mir bleibt jetzt nicht wirklich eine andere Wahl. Immerhin kann er nicht beide auf einmal wegkriegen. Problem ist, wir haben auch keinen blutigen Baron gegen Monster, ne? Was auch nochmal sehr unschön ist. Wir müssen uns rein auf unseren Draug verlassen. Und vielleicht auf unseren Vincent. Aber Vincent werden wir in dem Zeitraum wahrscheinlich nicht gezogen haben. Imlerif?
given, we never break. Nee, natürlich Auslese, aber warum beschwört er eine Drohne? Thank not me. Thank my little egg. Warum beschwört er dann eine Drohne? Left, right, left. Das right. Ist die Frage. Okay. Kriegerin. Ich meine, Jägerin sind jederzeit 15 Punkte, ne? Und ich denke, er wird uns auch nächste Runde ziehen wollen. Again and again and again. Abend, Olis. Also selbst wenn er jetzt Jägerin ausspielt, kann ich immer noch passen. Und wir kriegen jetzt pro Runde 4 Punkte. Ich denke auch nächste Runde werde ich dann vollends passen. Oh, er spielt sogar mit dem Moomin. Wir kriegen nochmal 4, wir kriegen nochmal 8. Das heißt, wir kommen. Wir liegen jetzt momentan 6 Punkte vorne. 10, 14, wir kommen nicht an dem Jägerin vorbei, ne? You stand before Royal Majesty. 2, 3, 4. Spielst du deine Lieblingsfraktion? Hey Henki, naja, ist nicht wirklich meine Lieblingsfraktion. Es ist nicht wirklich meine Lieblingsfraktion, aber wir haben heute schon wieder alles mit den Anfängerdecks halt durchgespielt. Wie gesagt, wir brauchen halt. Wir machen gerade halt das Sommerfest für mehr Belohnungspunkte, dass wir uns endlich mal ein Nilfgaard-Deck bauen können. Nilfgaard ist die letzte Fraktion, die wir wahrscheinlich noch spielen werden. Wir machen uns noch ein Nilfgaard-Deck und dann ja. Also ich mag NR. Magst du NR wirklich so doll, Henki? Okay, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir kommen auf 50. Wir passen. Wenn es jetzt ein Giraligni ist, das ist nämlich das Problem. Wenn es ein Giraligni ist, ich kann es nicht verhindern. Ich kann keine andere Karte so hoch boosten. Das ist ein Imleriff. Der Imleriff wird aber nicht ausreichen, oder? Nein. Okay, eine Karte weniger. Hat nicht gecheckt, dass du mit dem Schlumpf-Account unterwegs bist. Freitag ist immer Smurf-Tag. Oder Casual Friday, wie wir es nennen. Das ist das Ding. Okay, wir haben Falibor, wir haben den Draug, das ist schon mal ganz toll. Ich hätte ganz gerne eigentlich noch eine weitere Karawanenfuhr. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die ziehen, ist allerdings relativ gering. Ich kann den Campen ablegen. Geralt wird gegen Monster tatsächlich noch ein Ziel finden, also behalte ich den mal auf der Hand. Und ich lege, glaube ich, die Verhexerin ab. Ziehe noch eine Königswache. No audiences. King's Tower today. Oh, ich weiß nicht, ich mag die Raidier-Liste überhaupt nicht. Ich mag allgemein die nördlichen Königreiche nicht, weil die immer nur mit 8 Goldkarten spielen. Ich hoffe, die kriegen mit der Erweiterung mal ein bisschen Abwechslung. Oder vielleicht einen Archetype, der sich durchsetzt, der nicht immer Falibor, Philippa und Adalia oder sowas rennt. Oder Draug. Oder Raidea. Aber Falibor und Philippa sind eigentlich in jedem Deck drin. Na, spitzt da aus. Da hat er bestimmt noch ein Glasti oder so auf der Hand. Parasit spielt er sogar aus. Freedom!
Wenn er den Parasiten schon für 4 Punkte opfert, hat er nicht nur eine weitere 4 Punkte Schadenskarte. Der wird noch die Mumme zum Hochboosten haben, ne? Aber die boostet um 8 Punkte und das könnte halt relativ unangenehm für ihn werden. Himmlisches Zorn. Who taught you to fight like this? Sintra will rise from the ashes. Okay. Ich meine, wir haben immer noch eine Karte mehr im Endeffekt. Moin, Buban. Imleriff ist raus. Was hat er vielleicht noch? Einen Jigen? Erneuern. Er belebt seine Angriffsmumme wieder, ne? The traitors will pay for what they did. Okay. Bombenträger. Are you mad? Don't shake that! Curse these elven tools. So, jetzt muss er seine letzte Karte ausspielen. Danach können wir noch Draugen. Das sind tatsächlich die Sporen. Er benutzt nicht mal seine Anführerfähigkeit. Er hat aufgegeben schon. Er hatte echt nichts mehr. Ich glaube, es war ein Moom, organisches Moom-Deck, aber er war halt ein bisschen zu langsam in dem Moment. Mit den Mumen. Willst du Aufmerksamkeit? Monster. Damn it. Oh, mit dem Schlumpf läuft ganz gut, Yoshi. Wir sind momentan auf Rang 6 gekommen. So. Ich leg wieder einen Sensencamper ab. Zwei Trommler, Karawanenvorhut. Ich brauch Sabrina in der ersten Runde nicht. Ist Ceres kamerascheu? Naja, Ceres bleibt noch momentan auf dem Boden. Also die kommt noch nicht so auf die Tische raufgeklettert. Und hochheben lässt sie sich auch schwer. Also momentan ist sie eher noch kamerascheu. If the kingdom aren't ahead, I'll give him yours. Momentan sitzt sie da gerade auf dem Boden mit ihren drei Pfoten. Und gehend. Und liegt jetzt da, wo Blackie ursprünglich lag. Awaiting your orders. Und jetzt putzt sie sich. Drowner. Das ist nicht schlimm. Den kannst du ganz gerne drownen. Again and again and again. Okay, eine Larve hat jetzt schon ihre Rüstung verloren. Das wäre jetzt gut, wenn wir vielleicht mal was anderes anschießen. Das Problem ist, ich kann auch nicht Falibor versuchen rauszuholen. Weil Falibor ist nicht gerade ein Deck drin. An army's a waste of time for one like me. Ja, sie hat sich sehr eigentlich dran gewöhnt. Wunde sieht auch wunderbar aus. Wurde jetzt am Montag wurden die Fäden gezogen. Da sieht auch alles knorke aus. So wirklich dran gewöhnt kann man aber nicht sagen, dass sie sich wirklich richtig dran gewöhnt hat. Weil ab und an fällt sie nochmal ein bisschen um. Aber ich glaube, sie macht das Beste draus. Sie kann immerhin schon springen und klettern. Also von daher geht es hier in dem Sinne schon relativ gut. Komme ich da jetzt noch hinterher? Ich kann dich umdrehen. Nenneke bringt mir 8, 12 Punkte im Optimalfall. Das wären dann, da müsste ich immer noch irgendwie mit 9 hinterherkommen.
Ich verliere noch. Ja, ich verliere eigentlich keine Punkte, weil ich kriege eigentlich pro Runde noch einen Punkt, ne? Ja. Da würden wir halt schon noch hinterherkommen. Wir dürfen jetzt halt nur nicht die Rüstungen treffen. Müssen zwar ein bisschen Anführerfähigkeit dann aufgeben, aber ja. Einmal Rüstung haben wir getroffen. Okay, der Gegner hat gepasst. So, jetzt die Frage. Ich booste noch 2, ich verliere noch 1 Punkt. Also ich kriege 2, 4, ich sag mal 5 Punkte kriege ich noch. Das heißt also, ich bin auf 28, ich müsste jetzt eine 5-Punkt-Karte ausspielen und die Karawanenflut dürfte ausreichen. Stay true to our way, we must always. Wir haben einmal die Rüstung getroffen. Bitte nicht noch einmal die Rüstung treffen. Okay. Das ist nämlich wichtig, dass wir einmal die Rüstung... Ich habe extra einmal Rüstung treffen mit einberechnet. Was war das denn für eine Verletzung? Einen Tumor. Einen... Boah, wie hieß das Ding nochmal, der Tumor? Der hatte so einen ganz gewissen Namen. Osteosarkom oder sowas. Also ein Knochentumor. Hatte sie am Bein. Und deswegen musste ihr halt das Bein abgenommen werden. Watch your heads. War, glaube ich, ein Osteosarkom. Aber halt ganz... Also... Das Ding ist halt dieser Knochentumor. Okay, jetzt habe ich einen Fallibor gezogen. Was ist jetzt die stärkste Karte in meinem Deck drin? Ne? Stärkste Karte in meinem Deck ist jetzt entweder eine Anna oder aber eine Zyndrische Verhexerin. Ich würde natürlich ganz gerne die Anna rauskriegen, aber zu der Verhexerin sage ich auch mal nicht nein. Okay, wir kriegen die Verhexerin auf jeden Fall raus. Das ist auch gut zu wissen. Das Problem ist halt, also wenn eine Katze oder wenn ein Tier halt oder auch ein Mensch einen Tumor entwickelt, dann kriegst du den normalerweise nochmal oder versuchst drum herum zu schneiden, sodass du das gesunde Gewebe nicht angreifst. Das Problem an dem Tumor war aber, dass es halt nicht ging und deswegen hat er halt relativ viele Probleme gemacht, weil der Ursprung kam aus dem Knochen. Und deswegen konnte man den halt auch nicht wirklich wegschneiden. Okay. Ich droppe jetzt, glaube ich, sogar mal einen Fallibor. Bruxa, okay. Die Blutung kriege ich weg. Your arrow shall fly straight and ever strike your foes. Ich meine, er hat keinen Verteidiger mehr, der hat in der ersten Runde rausgespielt. Das heißt, Orianna kriege ich halt auch weg, was das Gute ist. Ich warte aber tatsächlich so lange. Was macht er jetzt? Beschwörtes Biest, okay. Das Ding ist halt, ein Biest kriege ich aufgehalten. Darum machen wir das auch mal. Das zweite Biest kriegen wir leider nicht aufgehalten, aber mein Gott. Oh, if only my pouch were to know no end of orans. Wir haben immer noch den Geralt. Den ich wahrscheinlich aber auch leider für Orianna benutzen werden muss. Da ist der Jägen, den kann ich in der letzten Runde nochmal wegschießen, wenn ich lustig bin. Pieces priceless. Ich will halt mit dem Draug so lange wie möglich warten, dass ich halt alle Blutungen wegnehmen kann von seinem Anführer. Weil der wird die Blutung schon hinten setzen und mit dem Draug kann ich halt alle verwandeln.
Das heißt, er verliert seine komplette Anführerfähigkeit. Und das ist böse für ihn. Mein Orianna bufft sich jetzt natürlich trotzdem nochmal um 4 Punkte, aber... Das war's dann auch einmal. Okay. Ich habe leider aber keine Karten wirklich mehr zum Schwächen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch nichts mehr mit den Wiedergängern wegschießen können. Ich krieg noch eine Karawanenverhut, einen weiteren Sensenkämpfe oder aber Radovids Königswache raus. Living Armor hat er noch. Ah, ich krieg halt leider keine Punkte mehr, ne? Das ist das Problem. Commands are sacred. They must be treated as such. Ich hoffe mal, dass er noch irgendwie eine Zweier ausspielt. Ein weiterer Kämpfe wäre jetzt natürlich noch Premium. Goliath. Vincent kriege ich ja leider nicht. Ich habe auch leider den Vincent nicht, ne? Aber das ist nicht schlimm. Okay, was kriege ich raus? Ich kriege einen Camper raus. Perfekt. Kriege nochmal 2 Punkte und ich kriege ihm jetzt, also ich hau ihm auf jeden Fall noch eine 13, eine 14 haue ich ihm sogar noch weg. Und mit Oswald wird er nichts Besseres fressen können. Das heißt, wir haben es geschafft. Let's get this over with. Okay. Ah, gegen Monster ist der Geralt immer noch eine super Karte. Aber gegen Nicht-Monster ist er meistens eine tote Karte. Wir haben schon mal Trissar. Das erinnert mich, wie hieß nochmal der Koch, der jetzt so rot, der so feuerrote Haare hatte? War das Mario Bartelli? War das Mario Bartelli mit diesen roten Haaren? Auf jeden Fall gab es doch so einen Koch. Diese Haare bei Triss erinnern mich immer so an diesen Koch. Interesting. Could be material for a ballad, that.